Hello. Oh, hello. Travis, hi, good to see you. That's in see. The Kelly family. So, Harry, bleibst du vielleicht ein bisschen bei mir? Ihr werdet nachher singen, beziehungsweise wir werden uns nachher nochmal sehen, aber jetzt geht ihr schon mal auf die Bühne und zwischendurch kommen wir nochmal auf die Couch. Du bleibst bei mir, Patty. Okay. Guck mal hier. Also, wie alt bist du jetzt? 17. 17 Jahre. Kein, aber nicht auch nur ein Mädchen hat gekreischt, wenn ich mit 17 in die Schule gegangen bin. Und bei dir ist unheimlich was los. Ist das, guck mal, da hinten stehen sie alle. Ist das denn auf Dauer unangenehm, wenn dann wirklich alle Mädels mögen, oder lebst du ganz gut damit? Ja, es ist schöner, geliebt zu sein als ungeliebt, ne? Also, das hast ist du, ganz okay. Das hast du gut erkannt. Und du lebst damit. Ich meine, aber du kannst ja nicht alle glücklich machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber du bemühst dich, so gut es geht. Ich tue mein Bestes. Patty, wir werden nachher noch ein bisschen Zeit haben, miteinander zu reden. Ihr wisst ja, es läuft eine furchtbare Saalwette, was euch betrifft. Also noch habt ihr die Loden drauf. Ich bin mal gespannt, ob es bis zum Ende gelingt, irgendeinen die Haare abzuquatschen. Also das hat lange Jahre gedauert. Bis die so lang waren. Ja, genau. Aber es geht schnell runter, so lange musst du da nicht warten. Also wir machen das ruckzuck, der Friseur ist im Hause, Patty. Wir reden nachher weiter drüber. Erst wollen wir euch singen sehen. Es gibt natürlich ein neues Lied und es ist wirklich faszinierend. Sie kommen aus Irland und haben lange, lange Jahre in Deutschland Musik gemacht und plötzlich sind sie in Deutschland erfolgreicher als alle anderen Gruppen. Hier ist ihr neues Lied. First Time, The Kelly Family. Oh, me evil.
The Kelly family. So. Also, nachdem ich ja die Hoffnung habe, dass ich einem von euch an die Haare kann, wenn Paddy, Patricia und Maite zu mir kommen und den Rest werden wir versuchen zum Friseur zu schleifen. Also ihr seid schon mal sicher, euch nehme ich mit und mal gucken, was mit den anderen passiert. Wer glaubt ihr denn, wer am ehesten die Haare fallen lässt? Angelo. Ah, oh, ich bin mal gespannt. So, hier sind unsere Gäste. Das ist guten Tag. Mal hier das Kelly Family. Hallo. Richard Chamberlain. Wunderbar. Margarete. Komm rüber, dann brauchen wir es nicht hier zu quetschen. Maite, komm zu mir, wenn ich einmal die Chance habe. So, nicht gleich überlaufen hier zu Margarete. So, aber bitteschön. So. Maite, hoppala, hey. Maite, Mensch, du bist eine ganz wilde, habe ich gesehen, da wie du da mal lieber gerockt hast. Ja? Alles geht. Wilde Maite. Paddy, gibt es denn so bei euch einen Chef, oder wo man sagen kann, ja, wenn die sagt oder wenn der sagt, so geht's, dann machen wir das? Ja, Kathi ist unsere musikalische Chefin. Oho, habt ihr die? Ja. Und da pariert ihr? Ja. Müsst ihr richtig üben? Ich meine, kommt das so alles zugeflogen oder macht ihr richtig zu Hause Übungsstunden und übt neue Titel ein? Ist das richtig Arbeit? Ja, wenn wir neue Platten aufnehmen wollen oder ein neues Programm machen, dann müssen wir natürlich ein bisschen dran arbeiten, dass die schön für die Leute so gut klingen, ne? Ja. Nun seid ihr ja wirklich im Moment so belagert auch von den Fans, dass man fragen muss, macht das überhaupt noch Spaß, das Leben? Also seid ihr nur noch auf der Flucht vor euren Fans oder macht es immer noch Spaß, so bekannt zu sein und genießt du das? Ich glaube, wir sind sehr gewöhnt, weil wir waren immer irgendwie sehr bekannt. Es gab Zeiten nicht so bekannt, aber wir waren immer, Leute haben uns immer angeguckt. Und also ganz normales ist sehr Leben. Schön. Ja. Ihr sprecht alle gut Deutsch, habt ihr das in der Zwischenzeit gelernt? Wie viele Sprachen könnt ihr? Also die meisten können 4 Sprachen, manche 6. 6 Sprachen, was sprichst du? Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Holländisch. Respekt, weil manche, ja. Also, auch da sage ich, alle eure Fans, wenn die sagen, wenn wir so wie die Kellys sein wollen, dann müssen wir 6 Sprachen sprechen, das hilft natürlich den Eltern zu Hause auch ein bisschen. Guck an, Paddy. Ich meine, alle Mädchen wollen jetzt wissen, hast du dich schon in einen verknallt oder ist er noch zu haben oder will er gar nicht? Hunderte. Hunderte? Ja, eins nach der anderen. Und aber, naja. Du arbeitest nicht, es auch. Nicht ernst, ne? Ich passe gut auf Thomas. Gell? Ja, eben, ja, Junge. Auf die Mädels, nicht auf Paddy. Wie ist das? Sammelst du die Teddybären noch, die du kriegst und die ganzen Geschenke? Ja, wir kriegen haufenweise Teddybären und so Geschenke und T-Shirts und Bilder. Und die sammeln wir alle und wir haben jetzt ein großes Lager mit Tausenden von Säcken. Und die wollen wir irgendwie so für Waisenhauskinder oder vielleicht nach Bosnien irgendwas machen. Das man verschenkt die. Ja, da freuen sich auch die Fans. Hört ihr, ihr seid ja alles Kids. Ich hab dich auch tanzen sehen. Hörst du zu Hause auch mal Techno nebenbei und so Zeug? Privat nicht, aber wenn der Fete da ist und was los ist, dann geht's richtig los. Weite schlägt zu. Wir werden nachher auch, ich habe mit euch auch noch was vor. Aber was interessant ist, dass im Moment ja auch ihr ganz in Europa plötzlich, also in England geht's los. Macht euch das nicht ein bisschen Angst? In Amerika konntet ihr euch bis jetzt noch verstecken, wenn ihr da auch so bekannt werdet. Ja. Habt ihr da ein bisschen... Ja, das ist... Also das stimmt, wir reisen zurzeit sehr viel. In England waren wir gerade, ja. Irland. Jetzt, und 3 Tage haben wir jetzt 5 TV-Shows gemacht. Boah. Und in drei verschiedene Länder. Das war voll Stress, aber... Und Japan ruft uns auch. Genau, Japan. Ja, vor Weihnachten noch. Die Shaolin-Leute waren gut. Die waren nicht schlecht, ne? Super. Ganz geil. Könnt ihr ja mal zusammentun. Der Kleine da, der kann mitmachen bei uns. Also ein bisschen Haare wachsen und dann geht's schon. Ohne geht das Kelly Savalas, habe ich gesagt. Aber. Jetzt, kennt ihr die Beatles noch? Natürlich. Ehrlich? Ja, klar. Die Große. Gottes und du? Film. Ja, klar. Oh, klar. Und du? Ja. Ja. Also, aber eine tolle Gruppe. Also, zweitbeste Gruppe der Welt nach Kelly. Peter Kainz und Manfred Mayer wetten. Aus 100 rückwärts gespielten Beatles-Songs 7 dieser Lieder richtig zu erkennen und den korrekten Titel zu nennen. Also, genauso, wenn du eure Songs rückwärts hören würdest auf dem Tonband, würdest du wissen, welcher es ist? Nee, ganz und gar nicht. Ja. Und die Erkenntnis bei Beatles-Songs. Ich habe es euch erklärt, wenn sie es können, dann habt ihr gewonnen. Wenn sie es nicht können, habt ihr verloren. Wenn ihr tippt, wie wollt ihr tippen? Wenn ihr tippt, sie können es. Oder sagt ihr, sie können es nicht? Also, I don't think so. Du glaubst nicht? Eigentlich, also, ihr Beatles-Lieder rückwärts. Das muss sehr, sehr schwer sein. Es ist sehr schwer. Sehr schwer. Nein? Ich glaube nicht. Nein. Sie sagen, sie schaffen es nicht. Natürlich werden sie es versuchen. Hier sind
Peter Kainz und Manfred Meyer. Manfred, grüß dich. Ja. Also, die Kellys haben gesagt, sie hätten schon ein Problem mit ihrer eigenen Musik. Wie kamt ihr dazu, Beatles-Lieder so zu studieren, dass ihr sie auch rückwärts können? Seid ihr Beatles-Freaks? Ja, ursprünglich wollten wir es mit Otto-Jingles machen. Aha. Aber dann haben wir gehört, das ist ein M. Dann haben wir es mit Beatles gemacht. Beatles, die M kommt. Die Beatles kommen nach M. Und der Saalkandidat kommt bitte zu mir, mit dem ich ja gleich meine Saalwette ausfechte. Gehen die Kelly zum Friseur oder nicht? Und zwar heute noch, und zwar kurz. Das ist die Aufgabe. Jetzt hätte ich erstmal eine Bitte, dass du uns hilfst. Und zwar werden wir aus diesen 100 Kassetten bitte jetzt 8 aussuchen, weil die beiden einen Fehlversuch haben. 7 müssen sie können. Sind sie so lieb, suchen einfach irgendwo 8 Kassetten aus und legen sie darauf. Ja? 8 stimmt. Ja, 8 stimmt. Beschäftige mich gleich etwas mehr mit Ihnen, aber im Moment sind Sie bloß so nett bitte und helfen mir. Und ruhig gleich ins Volle greifen. Was macht ihr im Privatleben? Ich bin als Toningenieur tätig und also ein Konkurrenzunternehmen Rundfunk. Aha, das heißt also, dass du schon mal weißt, wie ein Band rückwärts läuft. Zum Beispiel, ja. Ja, was machst du? Ich bin Musiker, ganz genau Sänger und habe eine Band seit 14 Jahren. Mhm. Ist es denn nur eine Geschichte des Übens? Also kann es jeder, wenn man sich lange einhört? Oder ist es schwerer, als man denkt? Das ist eine Wette, die sehr schwer nachzuvollziehen ist. Man denkt, naja, Beatles-Fans, wir werden gleich sehen, wie sich's anhört. Das ist eine Affinität, also da muss man schon eine Menge Emotionen mitbringen. Also was ist schwierig an der Wette? Gibt es viele Teile, die gleich sind, viele Songs, die ähnlich sind? Es gibt mitunter Sequenzen, die rückwärts ähnlich sind wie andere Vorwärts. Rückwärts ähnlich wie andere Vorwärts. Haben wir unsere 8 beisammen? Jetzt haben wir es. Herzlichen Dank, Heidi, wir sehen uns gleich wieder. Aber jetzt erst die Frage. Glaubt ihr, dass ihr es schafft? Sie haben gesagt, ich schaffe es nicht. Ihr habt 7, müsst ihr schaffen, 8 biete ich euch an. Ihr glaubt an euch? Ja. Gut, also keine Aufgabe. Jetzt sage ich, wir haben ja schon gehört, nein, pass auf. Wenn Sie es doch schaffen sollten, ihr habt gedacht, ich schaffe es nicht, dann habe ich einen Tipp für euch. Es heißt immer, ja, die Kellys, die machen immer, Angel, wir wollen mal richtig heavy zur Sache, richtig einmal, jetzt machen wir mal Rock over Emden. Ist es möglich, dass ihr hier in Emden We Will Rock You mit der ganzen Halle macht? Yeah, of course. Oh, yeah. Also das ist meine Herausforderung. Die Kellys machen Hard Rock. Jetzt habe ich eine Not. Hier sitzt ein Mann im Sportstudio, Michael Steinbrecher. Michael? Für alle Fernsehzuschauer macht das ja nichts. Aber für Sie in der Halle in Emden, Sie müssen sich alle beeilen, denn Sie verpassen sonst was. Eine Viertelstunde nach Ende Wetten, das sehen Sie bei uns. Ein Live-Gespräch mit Uwe Seeler. Ein Interview mit Berti Vogts am Tag vorm Länderspiel. Sie hier, und da kann ich mir vorstellen, da ist auch Thomas Gottschalk ein bisschen neidisch, die beste Westeuropäer. Ja. Also ich werde dann sagen, wie gesagt, Interview, Live-Schaltung mit Uwe Seeler, Gespräch mit Berti Vogts vor dem Länderspiel morgen. Und Sie hier, da ist selbst Thomas Gottschalk ein bisschen neidisch bestimmt, dass sie nicht bei Ihnen sitzt. Ja? Die beste westeuropäische rhythmische Sportgymnastin, Magdalena Pszeska. Und dann müsste auch noch mal ein Applaus vielleicht kommen. Und dann sage ich, und ihn hier, ihn kennt man vielleicht nicht so, das ist unser heutiger Saalkandidat. Das Lachen war ganz gut. Wenn wir das nachher auch noch einbauen können, dann wäre das natürlich klasse. Ja, und dann werden wir also sagen, so sinngemäß, ja, also damit es nicht noch länger wird, jetzt aber gleich zurück. Ich bin gleich drauf? Ja. Wunderbar. Jetzt sofort? Ja. Ich bin jetzt dran? Ja. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Danke. In Emden. So, Thomas, wir stehen kurz vor unserer Beatles-Wette, denn jetzt wollen wir beweisen, dass die Beatles auch rückwärts Sinn machen. Also zum Beispiel, obla di, obla da hieß also meinetwegen Idalbo Adalba, richtig? Genau. Oder Fool on the Hill, Hillary on the Fool. Also das, so ganz so einfach ist es nicht. Ich mache mal jetzt vor, wie sich's anhört. Hier wird von den Kellys gerockt und ich sage, top, die Wette geht. Wo ist hier vorne und hinten? Ja, so.
technisch bin ich ganz groß, nämlich. Und es geht los. Erstes Stück. Stopp. Sexy Sadie. Sexy Sadie. Das werde ich nie im Leben drauf bekommen. Und hier ist der Beweis, ob es stimmt oder nicht. Sexy Sadie stimmt. Ja. Erster Versuch, ein Treffer. Der zweite Titel. Und los. Stopp. Ja. Ja, warte mal. Ist denn? Ach du. Was meint ihr? Rocky Raccoon. Rocky Raccoon, ja. Weil die haben ja auch so ein Sitar-Zeug gemacht, das hört sich ja vorne rum schon wie rückwärts an. Ja. Und der dritte Versuch. Stopp. Oh. Dear Prudence. Vom weißen Album. Richtig. Ich traue mich fast überhaupt nicht zu sagen, aber es ist leider furchtbare Wahrheit. Wir hatten vorher bei dem Simply Red-Titel 2 Minuten Tonausfall. In der Halle haben wir alles gehört, war prima. Aber bei Ihnen zu Hause hat ein Stückchen gefehlt. Es tut uns furchtbar leid, wir können nichts dafür. Und ich kann sowieso nie was dafür. Also, tut uns furchtbar leid, aber jetzt hören wir die Beatles rückwärts. Ja, okay. Lucy in the Sky was Diamonds. Lucy in the Sky ist... Richtig! So, und Kassettenwechsel, das ist Kassette Nummer 5 von 7, die richtig erraten werden müssen. Und bitte. Okay, Mother's Nature Son. Mother's Nature Son. Das glaube ich sogar, kann ich bestätigen. Richtig, Mother Nature Son. Das war so schön. Kassette Nummer 6. Beatles rückwärts. Okay, ja. I saw her standing there. I saw her standing there, glaube ich, bestätigen zu können. Ja, Ding da. Und jetzt, wenn ihr den packt, dann brauchen wir die Ersatzkassette gar nicht einzulegen. Dann ist die Wette gewonnen. Der 7. Beatles-Titel rückwärts. Your mother should know. Your mother should know? Ja. Schau mal. Your mother should know. 7 Songs. Respekt. Glückwunsch, Peter, Glückwunsch, Manfred. Beatles rückwärts, richtig erkannt. Herzlichen Dank. Dankeschön, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt sind die Kellys dran. Ihr habt gesagt, das geht nicht. Und schon zeigt ihr endlich mal, dass ihr auch Rocker seid. Sind die Kollegen
Ja, ja, guck mal, ihr werdet unterstützt. Also, ich mache erstmal den Hallentest. Den Hallentest in Emden. Also, da-da-da-da-dum, da-da-da-da-dum. We will. Rock you. Okay, so, jetzt seid ihr dran. Dankeschön. Noch haben alle die Haare dran. Wird es uns gelingen, Heidi, einem bis zu Ende der Sendung seinen Kopfschmutz abzuquatschen? Ich bin mir nicht sicher. Ries, das ist die gleiche Maskenbinderin von Kellys und das ist Angelo. Angelo, und du lässt dir die Haare abschneiden? Dir zuliebe mache ich das. Oh, 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 oh. Also, du meinst, du schneidest rein? Ja. Hier ist die Schere. Wie kurz? Mindestens so kurz wie Heidi. Ja, genau. Also komm. Weißt du, ehrlich? Ah, ah. Also, na, nicht, dass mich... Kinder. Da. 1000 Kelly-Fans weinen. Ich gebe meine Haare, nicht die Kelly-Haare. Na komm, ruckzuck, jetzt aber rein. Alle ab. Jetzt. Ja! Nein! Ja! Nein! Die Haare kommen in die Tüte rein. Ey, komm in die Tüte. Oh, der sieht immer noch niedlich aus. Ja. Bei manchen ist wurscht. Ja, die werden, bisschen, die werden an meiststeigende Fans vergeben. So, wir haben früher so ein Stückchen vom Heiligen Antonius von der Socke in der Tasche gehabt und jetzt werden Kelly Haare als Andenken vergeben. Heidi, wir haben es inzwischen, aber wir machen es unseren Seilkern etwas leichter. Du musst nichts Furchtbares machen. Das ist gut. Ich wüsste auch nicht was. So, also ist es, kann man das wirklich verantworten hier? Ja, schneide gnadenlos. Ah, der hat so viele, das tut gar nicht weh. Uschi hat übrigens... macht uns beiden die Haare, den Kellys und mir. Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen ähnlich geworden in letzter Zeit. Naja. Und nicht so schön, Uschi, muss doch nicht einfach hau rein. Es soll ein Opfer sein. Noch mehr, komm. Weg mit den Lohnen. Oh je. Kelly-Fans arbeiten bereits an Lichterketten. Aber er sieht immer noch niedlich aus. Was ist los? Was heißt Schummel? Wie was? Uschi, schummelst du? Was? Also komm, ich muss das. Was ist jetzt los? Kelly-Fans kann man nicht betrügen. Was macht ihr da mit mir, Uschi? So eine Gemeinheit! Hat er die Haare noch drunter? Oh Gott, ich hab gedacht, du bist mein Freund. Haare sind alle drunter. Also, hast du es nicht gemacht, oder? Nee. Okay, ich hab gedacht, ich kann dir auf dich verlassen. Also, die Lohnen bleiben dran. Und sonst auch keiner in der Familie. Keine. Gut, du hast die Wette gewonnen, ich gebe mich geschlagen. Keine Kelly-Haare sind gefallen. Dankeschön. Bleib bei uns. Jetzt die Frage, was? Blumen für die Damen. Dankeschön. Margarete. Dankeschön. Heidi. Oh, guck mal, um Himmels Willen, vorsichtig.
ein Teddybär bahnt sich seinen Weg. Hier sind die Kellys. Guck mal, also alle hier, so viel Blumen haben wir gar nicht. Ich bedanke mich, ihr teilt euch die Blümchen. So, guck mal hier, für die Damen. Und ich sage Dankeschön, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in Duisburg. Michael Jackson in der nächsten